Mario Odyssey, wie sehr ich dich doch liebe. Bloß einen Multiplayer, den hättest du wirklich vertragen können. Ja, ich weiß, Mario Odyssey hat einen Multiplayer, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass der nicht so das Gelbe vom Ei ist. Aber zum Glück gibt es ja die großartige Modding-Community, die dem Spiel einen kompletten Online-Multiplayer zur Verfügung gestellt hat. Und genau diesen Multiplayer haben sich Vic und ich uns gemeinsam geschnappt und wir wollten gemeinsam schauen, wie schnell wir Mario Odyssey im Koop durchspeedrunnen können. Der Singleplayer-Weltrekord liegt aktuell bei 56 Minuten und 55 Sekunden und dieser Spieler zerlegt das Spiel einfach komplett. Jetzt sind aber Vic und ich zu zweit und können parallel Monde einsammeln und verschiedene Welten bereisen. Deshalb haben wir uns gedacht, schaffen wir es zu zweit, das Spiel schneller durchzuspielen als der aktuelle Speedrun-Weltrekord. Und das hier ist unsere Reise, wie wir gemeinsam Mario Odyssey im Online-Multiplayer gespeedrunnt haben, auf der Jagd nach der Weltrekordzeit. Dadurch, dass Vic und ich beide schon relativ viel Erfahrung im Speedrunning haben, auch wenn es natürlich auf keinem professionellen Level ist, waren wir eigentlich am Anfang recht guter Dinge. Es gibt noch ein, zwei wichtige Punkte, die ich euch erzählen muss, damit ihr auch genau versteht, wie das Ganze funktioniert. Wir spielen das Ganze im Online-Multiplayer, das heißt, wir können uns gemeinsam in den Königreichen bewegen und wir teilen uns auch die Monde, die wir einsammeln. Das heißt, es muss nicht jeder die gleichen Monde einsammeln, sondern der eine kann in die eine Ecke des Königreichs gehen, der andere in die andere und beide erhalten die Monde, die gesammelt werden. Es ist ebenfalls möglich, dass man sich aufsplittet, das heißt, dass jemand vielleicht in das eine Königreich geht, während der andere jetzt in ein anderes geht und man dann sich die Monde sozusagen zuschickt, um sich Welten zu sparen. Aber zunächst müssen wir erstmal durch das Hut- und Kaskadenland. Okay, 3, 2, 1, 0. Oh, let's go. Vor allem, ich vergleiche auch gegen meine PB. Das heißt, ich sehe immer genau, wo wir wie viel Zeit einsparen. Also ich weiß, wir sind in einem Team, aber irgendwie fühlt sich das gerade so ein bisschen wie ein Racer. Ja, du bist schneller als ich, aber ich bin auch gerade gedanklich noch ein bisschen bei meinen Alerts. Aber ja, heute bist du auf jeden Fall besser in Form als ich, was Odyssey angeht. Ah! Sagt er und ich knall erstmal schön gegen die Mauer. Sieht so geil aus. Wie du als Mario da langslidest. Mhm. Okay, du lässt die Brücke runter. Weil sobald die Brücke runterlässt, teleportiere ich mich dann einfach zum Checkpoint wieder. Dann kriegen wir das hin. Okay, habt ihr ihn eingesammelt? Okay. Also die Sache ist, es wäre schon cool, wenn wir es zumindest unter einer Stunde schaffen. Ich glaube nicht, dass wir das heute schaffen. Nee. Aber ich glaube, mit so ein bisschen Übung ist das mehr als möglich. Die Sache ist, wir haben leider immer noch nicht so wirklich einen Plan, was wir über Bode Pingde machen. Okay, ich probiere den Dino-Jump. Ich bin schneller als du, weil du nämlich noch in der Cutscene gefangen warst. Genau. Wenn ich ihn schaffe, dann musst du irgendwo einen Mond suchen. Ah, du kannst mit den Kettenhunden. Ich glaube, bei den Kettenhunden in der Felswand ist auf jeden Fall einer drin. Okay. Oh, ja, ich schaffe ihn. Okay, ich bin nicht geschafft. Bei welchem Kettenhund meinst du? Direkt da, wo du jetzt bist. Links in der Wand. Seite? Ja. Okay, dann gönne ich mir den kurz. Und ich nehme auch genügend Cash mit, damit ich dann im Forstland den Mond kaufen kann. Bam. Okay. Ah ja, du solltest teleportiert werden. Wir werden ja eh teleportiert, das stimmt. Nach dem Kaskadenland hatten wir circa 30 bis 40 Sekunden Vorsprung von meiner Singleplayer-PB, was sehr gut ist, weil während der eine oben gegen Madame Budel gekämpft hat, konnte der andere unten warten und sobald der Hauptkampf vorbei ist, konnte derjenige, der unten gewartet hat, noch einen anderen Mond einsammeln, wodurch man sich ein bisschen Zeit gespart hat. Aber jetzt kommt das Wüstenland und das ist sehr, sehr groß und hier konnten wir uns nämlich super aufteilen, denn während ich straight durch die Mitte in die Stadt und dann noch in die Ruinen gegangen bin, ist Vic einmal außen rumgelaufen und hat dort alle Monde eingesammelt, die es so gibt, wodurch wir in diesem großen Land uns wirklich viel Laufweg sparen konnten. Übrigens, der Mond, der auf dieser Säule ist, die man sich mit Google Willi holt, die unterwegs wird, den musst du nicht einsammeln, den habe ich gerade auf dem Weg. Also okay, der lag bei mir auf dem Weg. Dann gehe ich direkt auf die große Säule. Ich bin jetzt auf dem Tor und gehe jetzt in die Ruine rein. Okay, ich habe jetzt den im Sand und jetzt könnte ich noch den holen, der ein bisschen weiter weg ist. Ja, genau. Und dann die Sphinx kannst du auch noch machen. Okay, die Sphinx mache ich dann auch noch. Ich muss mal gucken. Ich glaube, wir sammeln fast zu viele ein. Ich muss mal gucken. Ich skippe jetzt mal einen, den ich sonst mitnehme. Ich sammle theoretisch noch einen. Oh, scheiße. Okay, warte mal. Dann muss ich den mitnehmen. Da muss ich nochmal zurück. Verdammt, da haben jetzt ein bisschen Zeit verloren. Ah, nee, das ist aber auch total hohl. Scheiße. Hast du den bei der Sphinx? Ja, ich habe die Sphinx. Ich habe auch die Münzen eingesammelt. Oh, shit. Dann fehlt uns irgendwo einer. Hast du Kaktus gemacht? Mhm. Ja, verdammt! Hast du in der Stadt der hinter dem Shop gemacht? Nein, den habe ich nicht gemacht. Den hätte ich mitnehmen müssen. Ich bin da. Okay, dann porte ich mich jetzt schon zur Odyssey. Genau, verdammt, ich schon mal zur Odyssey. Den habe ich vergessen. Das habe ich, stimmt. Der ist auf meiner normalen Route, ist den nehme ich nicht mehr. Okay, habe ihn eingesammelt. Okay. Let's go. Bam. Ich lage jetzt schon die Monde ein.
Okay, willst du Forstland oder Seeland? Nee, ich hab das Geld. Ich geh Forstland, du finisht Seeland, aber du bist schneller als ich. Und ich lass dir Monde am Anfang wahrscheinlich am besten übrig, irgendwie so. Ich sag dir einfach, welche ich nicht gemacht habe. Nee, kauf den nicht. Ich hab 300 Münzen, kauf den nicht. Ich kauf den selber einfach. Du hast genug Münzen? Ja. Okay. Ich bin bei der Sphinx reingegangen. Ihr merkt, Absprache ist super wichtig. Und da das unser erster Versuch war, ist natürlich von Anfang an nicht alles richtig gelaufen. Aber trotzdem kamen wir ziemlich erfolgreich durch das Wüstenland. Aber jetzt kam ein wirklich wichtiger und großer Punkt, der uns als Koop-Spieler einen großen Vorteil gewährt. Denn nun spaltete sich das Spiel in Forstland und Seeland auf. Und da wir Koop spielen, konnte Vic ins Seeland gehen und ich währenddessen schon ins Forstland. Das heißt, wir konnten in zwei Königreichen gleichzeitig Monde sammeln. Trotzdem müssen beide Spieler dann nochmal ganz kurz jeweils ins andere Königreich, aber dort müssen sie dann keine Monde mehr einsammeln, sondern müssen quasi direkt wieder weiterfliegen, einfach nur damit das eigene Spiel erkennt, dass man dieses Königreich betreten hat, denn das wird noch nicht automatisch alles über den Koop-Spielstand übertragen. So, und Seeland musst du niemals betreten, ja. Einfach. Doch, ich muss einmal ins Seeland und die Monde einmal einlagern. Echt? Ja, also ich gehe einfach nur rein und flieg wieder weg. So. Komm her, Hase. Oh, shit. Okay. Alles klar, Bruder. Komm her, ja, Hase. Ich hab den nicht bekommen. Richtig aus. So, dann habe ich den noch, dann den im Baum. Und dann fehlen eigentlich nur noch zwei. Ah, den im Baum habe ich. Nee. Lol. Ich habe die Animation. Ich sehe gerade deine Animation, dass du den Shop-Mond gekauft hast. What the fuck? Ja. Weird. Ja. Also nach dem Baum fehlen uns noch zwei. Sind nee, die bei dir noch einer noch. Ich habe jetzt noch einen. Okay, ich gehe zu den Fire Bros. Ich gehe zu den Fire Bros. Ich mache da, wo man Cappy abgeben muss und gegen diese zwei Fire Bros kämpft. Und dann haben wir alle. Okay. Okay, nice. Und dann, jetzt bin ich tot, weil ich ein Noob bin. Ah, nee, ich kann mich ja teleportieren. Auch wenn ich runterfalle. Huhuhu. Okay. Du kannst schon mal zur Odyssee zurückgehen. Okay, jetzt warten wir wieder ein bisschen. Okay, du hast ihn, let's go. Oh, shit. Ey, wir sind so schnell. Ey, wir sind echt fast. Das ist so krass. Das ist so krass. Wie viele Minuten schneller sind wir gerade? Ich würde mal sagen, 4,5 bis 5 auf jeden Fall schon. Boah. Krass. So, Freunde. Schnellstes Seeland aller Zeiten. Passt auf. Oh, wir sind im Seeland. Hier sieht's ja schön aus. Tschüss. Ja, das ist schon cool, Mann. Das ist schon cool. Aber musst du Bowser auch bekämpfen? Ja, den muss ich auch bekämpfen. Ja, stimmt. Du musst ihn auch bekämpfen. So, ich split jetzt mal. Okay, wir sind 4 Minuten 30 aktuell vor der PB. Voll gut. Ey, aber unter einer Stunde könnte schwierig werden, glaube ich. Ihr merkt, ich realisiere langsam, dass es gar nicht so einfach ist, wie gedacht. Aber so schnell geben Vic und ich nicht auf. Und falls ihr uns auch in Zukunft auf Reisen begleiten wollt durch Mario Odyssey Multiplayer oder etwas anderes, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Denn schon nächste Woche starten wir eine dicke Hide-and-Seek-Action. Das könnt ihr euch dann auf jeden Fall auch anschauen. Davon kommen natürlich auch Stream-Highlights hier auf meinem Kanal. Also lasst doch gerne ein Abo da, falls ihr das nicht verpassen wollt. Aber jetzt schauen wir uns erstmal an, wie wir uns im Bowser-Kampf und im verlorenen Land anstellen, weil da ist nicht viel mit Arbeitsteilung, da müssen wir beide durch. Und dann kommt das Cityland und das ist wieder schön groß, das könnte denselben Effekt wie das Wüstenland haben. Okay, ich bin bei Lost Kingdom. Okay, ich fange jetzt erst mit dem Bowser-Kampf an. Du wirst wahrscheinlich Lost Kingdom wahrscheinlich schon fast komplett fertig machen. Ja, ich beeile mich. Lass mir Monde am Anfang übrig. So, ich bin jetzt im Lost. Jetzt schauen wir mal nach. Ich werde hier, glaube ich, nicht viel beitragen können. Aber ich versuche den unter der Brücke vielleicht zu holen. Der ist ja normalerweise der Letzte. Okay, dann spreng ich jetzt den Käfig und nehm den unter der Brücke mit. Da, wenn du jetzt noch den hinter der Treppe holst. Nee, du kannst jetzt schon zur Odyssee. Jetzt schon zur Odyssee, okay. Ja. Und wir fliegen. Let's go. Konnte ich doch noch konstruktiv was beitragen. So, und du gehst jetzt... Nee, du sammelst die anderen Monde, ich düse direkt zur Robo-Wriggler. Okay, alles klar. Nach dem verlorenen Land waren wir bereits 5 Minuten vor meiner persönlichen Bestzeit. Also es sah... ist okay aus. Und damit ihr auch nochmal auf dem neuesten Stand seid, wie das jetzt im Cityland funktioniert. Ich bin direkt zum Robo-Wriggler gedüst in der Nacht, während Vic alle Monde sammelt, die es in der Nacht im Cityland gibt. Das sind, glaube ich, nur 2 oder 3. Anschließend am Tag werde ich mich direkt hinter zum Rathaus teleportieren und dort im hinteren Bereich der Stadt alles einsammeln, während Vic den ganzen Anfang übernimmt und sich dann Stück für Stück durch die Stadt durcharbeitet, bis wir uns in der Mitte treffen und dann hoffentlich genügend Monde haben, um das Cityland abzuschließen. Ich sehe dich zwar nicht, aber ich habe gesehen, wie der Mond verschwunden ist, den du gerade eingesammelt hast. Ja, ich bin jetzt im Rathaus. Oh no! Oh mein Gott, aber noch krank verzögert. Ne, alles gut, ich wäre fast runtergefallen, aber ich habe keine Zeit verloren. Weil den Zyklus hätte ich sowieso abwarten müssen. Ich stelle mich auch so kacke an gerade. Kein mentaler Zusammenbruch. Kein mentaler Zusammenbruch. Ja, alles gut, alles gut. Wir sitzen beide in einem Boot. Wir gucken nur circa 2000 Menschen zu. Aber no pressure. Entspann dich. Oh, ich habe richtig schlechtes RNG beim Wriggler. Ich habe richtig schlechtes RNG. Echt? Ja, der hat super früh angehalten zu laufen. Ich hatte kaum Zeit, auf ihn zu schießen. Ah, schade. Oh, okay, ja. Max, und jetzt habe ich alle, die ich einsammeln kann. Sehr gut. Ich kann dir nichts mehr tun. Ja.
Mond spawnt gerade vor mir. Okay, wie koordinieren wir uns jetzt? Ich gehe direkt hinter aufs Rathaus hoch. Okay, das heißt, ich mach die am Anfang. Okay, du machst die am Anfang und du machst auch die Musiker. Okay. Ich bin ein Noob. Okay, what happened? Ich bin nicht bei der Mülltonne gelandet. Okay, nicht so schlimm. Wir steigen einfach hier aus und dann machen wir es einfach nochmal. Nicht so viel Zeit verloren. Ja, Jamram ist ja scheiße, ich weiß. Ja, und die anderen sind ja bei dir auf dem Weg. Ja, also ich sammle jetzt noch 3 ein. Und okay, du hast drüben auf dem Dach noch 2. Genau, dann passt. Dann kriegen wir es hin. Yeah! Yay! Yay! Yeah. Okay, wir sind fertig. Ja, ich bin bei der Odyssey und weiter geht's. Einer Küstenland, der andere Polarland. Ja, was möchtest du? Boah, ich bin mit beiden cool. Entscheide du. Ich mach Küstenland, du machst Polarland. Okay, let's go. Unser Vorsprung nach dem Cityland betrug schon ganze 7 Minuten gegenüber meiner PB. Und ich denke, ich muss euch nicht genau erklären, was jetzt passiert, denn das Spiel hat sich wieder im Polarland und Küstenland aufgeteilt. Ich bin ins Küstenland gegangen, weg ins Polarland. Und dann müssen wir nochmal kurz ins andere Land, um die Monde abzugeben. Aber wir machen quasi wieder 2 Königreiche gleichzeitig. Das spart Zeit. Aber ich muss sagen, bisher haben wir auch keine dicken Routenfehler. Gerade Cityland lief gerade Bombe. Dafür, dass wir es eigentlich nicht wirklich geplant haben. Warte mal, war das nicht der... Ah, nee, ich bin zu früh hier. Oh mein Gott, nein. Nein. Oh mein Gott. Muscle Memory hat mich enttäuscht. Ich bin aus Versehen in einen Raum zu früh reingegangen. Bah, ja. Aber es ist nicht so schlimm. Ja, das waren jetzt so 10 Sekunden. Ja. Juckt. Ich bin fertig. Aber du musst, glaube ich, trotzdem mal ganz kurz in Polarland, ich komme auf jeden Fall nochmal vorbei. So, guck mal, was du da so machst. Ich muss mal reinlurken. Ja. Boah, Schlemmerland haben wir auch noch gar nicht durchgesprochen, ne? So, ich stehe vor der Odyssey im Polarland. Ich bin bereit, weiterzureisen. Okay. Ich hab ihn eingesammelt. Und bam. Und da bin ich wieder weg. Boah, wir sind knapp 11 Minuten vor unserer Zeit. Wir sind auf jeden Fall auf Sub 1. Nach diesen beiden Königreichen waren wir 11 Minuten vor meiner PB. Das bedeutet, unsere Endzeit würde auf jeden Fall unter einer Stunde sein, wenn wir auf dem aktuellen Niveau weiterlaufen. Das heißt aber auch, wir müssen nur 3 bis 3,5 Minuten noch rausholen, um den aktuellen Weltrekordhalter im Singleplayer zu schlagen. Jetzt kommen aber nur noch Welten, die wir beide immer abschließen müssen. Das heißt, wir müssen im Schlemmerland und dann auch später im Bowserland unsere Routen irgendwie so koordinieren, dass wir noch ein bisschen Zeit rausholen können. Aber es war wirklich, wirklich knapp. Also, wenn wir das jetzt noch weiter, also wenn wir weiterhin so gut bleiben. Jinx nicht. Also ich sag nichts. Nein, also wir sind definitiv auf Kurs. So. Gehst du zum Triple Moon dann hoch? Ja. Okay. Wie viele Monde sammelst du noch? Eigentlich 4. Okay, dann gehe ich direkt zur Odyssey. Geh direkt zur... Das ist jetzt zwar nicht perfekte Aufteilung, aber egal. Ich warte jetzt einfach auf dich. Ja, aber im Großen und Ganzen war das trotzdem sauschnell. Ja, ja. So, jetzt kommt die Cutscene und Triple Mond. Ich werd teleportiert. Let's go! Ach, du bist schon da oben, lol. Ja, ich sammle den Mond dann noch ein. Story-Mode einsammeln. Richtig. Ja, nutzt du einfach meine harte Arbeit aus. Bro, wir sind ein Team. So, aber ich glaube, ab jetzt können wir keine Zeit mehr wirklich sparen. Aber die Tatsache, dass wir beide gleichzeitig spielen, erhöht unsere Chance, dass wir... es schaffen. Ja, ich sehe dich da gerade rumlaufen. Ich bin's auch bei dir in der Arena. Und gegen wen kämpfst du so? Ja, gegen die Olle. Die Olle! Die ich wegbutte! Ich muss jetzt wieder drauf. Oh nein, 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 nein. Oh, das sieht nicht gut aus! Please! Nein, oh reingeschissen! Gott, ich bin noch oben. Ich war so... Ich mach das für uns. Ich wurde so weit weggeheatet. So, Backup. Den hat mir Steve gezeigt. Okay. Yes! Hab ihn besiegt. Okay, ich habe auch eine gute Backup gehabt. Alter, schau das an CTV an der Stelle. Der hat mir die Backup beigebracht. Hab's gecheckt. Beide Spieler müssen beenden, damit der Timer angehalten werden kann. Okay, alles klar. Okay, verstehe. Da du wahrscheinlich einen Tick, also wenn ich jetzt keine Fehler mehr mache, einen Tick später fertig bist, musst du mir sagen, wann du fertig bist. Oh, sehr geil. Ich liebe aber es, hier wenn man in der letzten... Okay. Nein, jetzt habe ich so einen Schattenhut getroffen. Ich weiß nicht warum, ey. Ich kack nur rein, ne? So, kurz Bowser werden. Weiter geht's. Ich sehe dich schon unten, da ist Bowser losdüsen. Bist du gerade hinter mir? Ja. Ich sehe dich da vorne rumhüpfen. Ich trau mich nicht nach hinten. Nein, Bro, zieh durch. Letzte Etappe, let's go. Alter, ich weiß nicht warum, ich bin echt nervös, obwohl es gar keinen Grund dafür gibt. Weil wir so nah an der Stunde sind. Ja. Okay, aber ich glaube hier beim Finale, das ist glaube ich das beste Säulenfinale, was ich je gespielt habe. Das war ultra strong. Okay, ich sag dir, wenn ich ready bin. Und okay. Starko, bam. Wie viele haben wir? 58,45. Ja! Oh
mein Gott! Vic freut sich, dass wir es unter einer Stunde geschafft haben. Ich hatte mich ein bisschen geärgert, dass sie die Weltrekordzeit vom Singleplayer-Spieler nicht geschlagen haben. Aber man muss einfach sagen, dass der Weltrekord hat, der unfassbar viele Glitches und Tricks drauf hat, die so viel Zeit sparen. Da hängen wir noch so weit hinterher. Dennoch hat es super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat auch dieses Video Spaß gemacht, denn wir sind am Ende angekommen. Das ist der Moment, wo ich einfach mich wieder bei meinen Kanal-Membern bedanke, dass sie mich einfach so krass auch finanziell unterstützen, dass ich das hier weiterhin als Job machen kann. Und hier oben verlinke ich euch noch Mario Odyssey, aber der Chat hat Einfluss auf mein Spiel. Das war auch eine sehr skurrile Erfahrung. Oder falls ihr Lust habt, noch was anderes zu gucken, hier unten verlinke ich euch auf jeden Fall noch den letzten Reaction Saturday. Guckt euch den an und bis zum nächsten Mal.